Die nächste Frage wird gestellt von Abgeordneten Angerer, bitte. Danke, Herr Präsident. Herr Minister, wir haben ja in den letzten Tagen schon mehrfach über den EU-Finanzrahmen diskutiert und wir stehen ja jetzt am Beginn eines Prozesses für diese Verhandlungen und die EU schlägt eine deutliche Erhöhung dieses Finanzrahmens vor von derzeit rund 1,03% auf 1,11%. Das ist meine Frage dazu. Wie schätzen Sie das generell ein, diesen Vorschlag der EU? Herr Minister. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Wir haben klargemacht als Bundesregierung, dass dieser Vorschlag, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, für uns nicht akzeptabel ist, weil er schlicht und einfach zu hoch ist. Wir glauben, dass das EU-Budget auch mit 1% des Bruttonationaleinkommens, so wie es auch bisher geregelt ist, das Auslagen finden kann und wollen deswegen in der Verhandlung dafür sorgen, dass sich dieser Vorschlag der Kommission nach unserem annähert. Wir haben da einiges an Unterstützung. Beispielsweise die Niederlande, die Schweden, die Dänen, die Finnen sind ebenfalls dieser Meinung. Auch Deutschland hat gesagt, dass 1% mal eine gute Ausgangslage wäre. Denn ohnehin kommt es durch das Wirtschaftswachstum da zu einer absoluten Steigerung. Wir glauben, dass das genügen sollte. Haben Sie da eine Zusatzfrage? Ja, Sie sagen, dass der Vorschlag der Kommission zu hoch ausfällt. Wo hätten Sie mehr Potenzial für Einsparungen und Effizienzsteigerungen? Vor allem im Bereich europäische öffentliche Verwaltung, da gibt es einen Anstieg seitens der Kommission im Budgetvoranschlag von 22% gegenüber dem letzten Rahmen. Das ist definitiv ein Bereich, wo wir sagen, da sollte es zu keinen Steigerungen kommen. Wenn, dann sollten wir eher über Einsparungen reden. Wir tun das ja letztlich als österreichische Bundesregierung in Österreich auch. Wir wollen sparen im System und nicht bei den Menschen. Wir wollen als Richtwert nur jede dritte Planstelle nachbesetzen. Warum nicht über ähnliche Maßnahmen auf europäischer Ebene nachdenken?